Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Farm Manager 2021 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier unsere ganzen Felder jetzt umfunktioniert bzw. umorientiert. Ich hoffe, dass ich die richtigen Früchte überall anpflanze, aber ich glaube, das habe ich ganz gut einstellen können. Ja, das sieht gut aus soweit. Da könnte was werden, dass wir da nächstes Jahr anständige Pflanzen kriegen. Und dann, nee, überspringen will ich ihn jetzt nicht mehr. Wir sind ja eh schon im März. Das geht ja jetzt wieder los, die ganze Arbeitssache. Und es sind auch schon wieder jede Menge Saisonarbeiter da. Das wird hier nochmal jetzt sehr spannend, dieses ganze Angepflanze durchzukriegen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus hier, oder? Oh, der Mechaniker wird bei 70% die rufen. Also ich denke mal, das sollte die Werkstatt denn hinbekommen. Gut, okay. Also das soll mal schaffen. Was haben wir hier für nicht genügend Mais und nicht genügend Stachelbeeren? Stachelbeeren werden hier. Da müssen wir hier mal gucken, dass wir da vielleicht dann die Produktion nochmal ändern auf... ja, nehmen wir jetzt die letzten paar Himbeeren raus hier, die wir dann noch haben. Und die letzten paar Erdbeeren. Und dann sollte hier oben auch von den Feldern demnächst... irgendwann mal genügend Material da sein, um da was zu verheizen. Warum ist das hier so grau? Ist das der Weizen nicht abgeerntet worden mehr? Hört's auch, das sieht doch nicht nach Weizen aus, das sieht doch eher nach Soja aus oder irgendwas, ne? Abgestorben. Ah ja, das klingt natürlich auch nicht schön. So, überwinternd. So, es ist aber ein langer Winter, ne? Wieder ein bisschen im März rein. Hier liegt überall Schnee, aber es sieht schon schön aus, wie auch hier auf den Häuschen so ein bisschen Schnee liegt bei den ganzen Wachteln, die uns mit ihren Eiern ganz schön das Lager voll machen. Wenn wir hier mal in den Verkauf gucken, da haben wir nämlich schon wieder 3000 Wachteleier. So, dann nehmen wir das noch mit raus, das nehmen wir mit raus, die Milch, die Milch, die Milch, die Eier, die Wolle, das Sauerkraut und... die Marmelade hier und dann würde ich sagen, nehmen wir da auch nochmal 10.000 von raus. Oder da ja, bis auf 10.000 raus. Machen wir es mal so. Na toll. 7.855. Dankeschön. So. Dann haben wir da 10.000. Ach, habe ich mich um. Da sind schon wieder nachproduziert worden wahrscheinlich. So, dann haben wir da nämlich nochmal einmal wieder ein bisschen Geld reingeholt und dann sind wir nämlich schon wieder Millionär hier. 1,3 Millionen auf der hohen Kante. Das ist doch schon mal, das sieht schon mal nach einem Großbauern aus. Da könnte man schon wieder vielleicht eventuell das ein oder andere Parkhaus kaufen. Aber ich bin eigentlich eher daran interessiert, jetzt mal irgendwann die Möglichkeit zu bekommen, hier mehr Land zu kaufen. Und das freizuschalten. So, wir müssen noch 200 Tage hier warten, dass dann hier ein bisschen was kommt. Ich weiß auch noch nicht, was die ganzen Maschinen jetzt so vorwiegend machen. Eigentlich theoretisch hätte ich gedacht, dass die jetzt mal langsam alle losheizen hier. Und mal dann in die ganzen Felder bestellen. Aber es ist ja immer noch tiefster Winter hier. Fürchterlich. Fürchterlich. So, dieses Lager aus 46.000, 93.000, ja, da geht noch ein bisschen was. 17.000 mal Stroh haben wir auch im Lager, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was verkaufen von. Oder kann ich das Stroh häckseln? Nehmen Sie das Stroh, kann ich denn, wie wurde denn Häckselgut hergestellt? Weiß ich gar nicht, in der Mühle? Nee, ne? Nee. Wo kann ich Häckselgut, oder kann ich hier Häckselgut herstellen lassen? Bio-Häcksel, Häcksel. Hier innere Produktion mache, kann ich aber nicht Häcksel herstellen. Doch, ich kann nicht Häcksel. Nee, ich kann aus Häcksel was machen. Okay. Kann ich das nirgendwo einfach herstellen lassen oder muss ich da bestimmte Pflanzen? Wir haben Frühling. Überall grünt es. 21.03. Genau zum Frühlingsanfang haben wir natürlich auch wieder Frühling. Das ist schön. So kann es gehen, so kann es laufen. Da freut sich doch der Bauer. So, und dann wird hier das Abgestorbene erstmal weggemacht. Ich hoffe, dass dann hier auch ziemlich schnell gepflanzt wird. Mit den ganzen Sachen, die da rangehören. Und so, die Dächer tauen jetzt langsam ab hier alle, wie man sieht. Schön im Zeitraffer. Und der Schnee ist endgültig Geschichte. Und wir können jetzt uns drauf freuen, dass hier ein bisschen mehr wieder gebaut wird. Wird das Gebäude eigentlich auch irgendwie? Nee, das kriegt kein Malus. Das sah hier so aus, als wenn das ein Malus hat oder so. Will ich die ganze Zeit, wo ich noch einen Parkplatz hinbauen kann für Trecker, aber hier ist eigentlich, passt eigentlich ganz gut einer rein, ne? Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir hier nochmal ein paar Traktoren zwischen bunkern. Vielleicht noch eine Spritze kaufen, da haben wir jetzt zwei von, ne?
Mal gucken, wir haben bloß einen Flug, aber wenn er mit einem Flug hier über alles drüber weggeht, das könnte eine Weile dauern, ne? Der hat ein paar Felder zu flügen. Könnte man nochmal einen Trecker, einen Flug, na komm, machen wir nochmal einen Trecker, einen Flug, einen Grubber. Mindestens. So, bauen wir hier mal einen Parkplatz. Die Frage ist, ist der Parkplatz denn noch in dem Radius mit drin? Ja, wäre er, okay. Dann können wir den da wirklich hinbauen. B ist nicht bauen. Zack, der passt da wunderbar hin. Der ist auch instant gebaut, das ist das Schöne an der Sache. Und dann kaufen wir jetzt noch ein paar Maschinen. Und zwar kaufen wir einen Flug. Ja, den stellen wir ruhig auf den Parkplatz hier ab. Zack. Dann kaufen wir einen Grubber. Oh, wir könnten den Flug Roden hätten wir kaufen können, ne? Der ist größer. Moment, dann kaufen wir Flug Roden. Ah ja, der ist gerade in Benutzung. Okay, müssen wir mal gucken, dass wir den einen Flug den wieder loswerden. Dann kaufen wir Traktor Ethos. So. Und dann kaufen wir. Haben wir noch Grubber, Vorsitze, Werkzeuge? Noch einen Grubber, einen großen. Hier mal einen großen Grubber, glaube ich. Ja. Kaufen wir noch einen. Der braucht auch viel Platz, aber ist so ein großer Grubber halt. So. Und der kann dann aber auch bloß mit dem großen Traktor dann abgeholt werden, ne? Aber hier sieht man jetzt schon, dass dann halt eben durch das mehrfache Vorhandensein von Flügen da ein bisschen was entsteht. Der ist schon wieder gebucht anscheinend. Den könnte ich verkaufen. Hm. Den könnte eigentlich nutzen hier. Guck mal, oh ja, der Grubber, der hat natürlich Fläche. Das schafft aber richtig Fläche. Das ist gut so. Gut, gut, gut. So, mal gucken. Dann muss hier nochmal geflügt werden. Da ist schon gegrubbert. Da wird dann die Aussaat stattfinden. Also mit der Pflanzmaschine werden sie dann dahin hecheln. Und das ist hier der kleine Grubber. Da sieht man gleich mal hier. Der kleine Grubber, der schafft ja fast nichts, ne? Das ist der Grubber echt besser hier, der große. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier noch Platz noch habe für die ganzen Fahrzeuge, aber das wird sich zeigen. Wir haben wieder den kleinen Flug geschnappt hier, nicht den großen. So, dann fährt der nächste Trecker los. Naja, ist ja wieder einiges los hier jetzt. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. So, hier muss dann gepflanzt werden, oder? Ne, da wird noch gegrubbert nochmal. Da kommt er gleich hier mit dem großen angefahren. Auf dem kleinen Feld, da fährt er zweimal hoch und runter, dann ist das gut. Wir müssen bei dem Maschinenpark vielleicht nochmal durchgehen, mal im Winter, welche Maschinen wir brauchen, welche nicht, und dann auf die ganzen, alles auf groß umsetzen, den großmöglichen Flug dann halt nehmen, nur noch zweimal, zwei große Grubber, die kleinen Trecker hier verkaufen, die roten dann nur blaue haben, denn die leistungsstarken immer nur benutzen, damit dann da mal genügend ist, obwohl eigentlich, naja gut, das sind halt die Unterhaltskosten, die da mehr kostet. So, jetzt hat er hier ausgesät, das dauert jetzt 103 Tage und hier muss noch gedüngt werden. Das, da wird der Dünger unterwegs sein. Da ist der Düngerwagen auch. Haben wir da zwei vor? Ah, nee, ist der Ladewagen. So, dann wird hier gedüngt. Was fehlt hier? Kultivieren. Da ist er doch dabei gewesen, oder nicht? Maschine Miststreuer. Ja, gut, okay. Das kommt denn alles. Wie sieht es überhaupt generell mit dem Mist aus? Haben wir 30.000 Einheiten. Okay, das geht. Also vielleicht nochmal irgendwann welche verkaufen, aber. Hm. So. Der misst alle, oder wie? Ah ne, jetzt hat er ihn abgeliefert, okay. Holt sich der nächste da die Spritze. Ja, auf den neuen Feldern wird natürlich dann erstmal viel zu tun sein, das ist schon richtig. Dadurch haben wir jetzt wahrscheinlich Anfang des Jahres erstmal ein paar Schwierigkeiten, aber es müsste... Ja, Buchweizen ist hier drauf, ne? Ne, ist da drauf? Ist da drauf. Okay, da ist Buchweizen drauf. Hier wird aber schon der Kohl eingedippelt. Auf unserem größten Feld, also das müsste 64x64 sein, genau, das ist das größte Feld, was wir haben. Da wird der Kohl hergestellt, damit dann hier das Werk ordentlich... Nee, das ist die Mühle. Da müssen wir nochmal gucken, warte mal, was haben wir denn jetzt da an Getreiden da noch da? Ja, nö, erstmal nichts weitermachen lassen. Müssen vielleicht noch Leinen anpflanzen, aber der Kohl könnte uns demnächst ausgehen. Ja,
Das wird hier mit der Ernte dann auch nicht klappen. Hä? Ach so. Wieso hat er die drei da jetzt stehen lassen? Naja, gut. Okay. Da stehen einfach drei Männchen rum. So, wie sieht's hier aus? Darf ich jetzt düngen? Hier ist Einpflanzung dauert an. Okay, da wird Buchweizen Acker dann fertig sein und dann kriegen wir die nächste Aufgabe gestellt, weil wir dann ja mit dem Buchweizen durch sind. Wir müssen jetzt eigentlich die Sämaschine nehmen und hier drauf gehen. Wir müssen mal gucken, dass wir dann die größtmöglichen Maschinen mal irgendwann haben. Sag mal, finanziell können wir uns jetzt einiges leisten hier. Da können wir dann auch auf größtmögliche Maschinen gehen, um Fläche zu schaffen. So. Gut, dann ist der jetzt hier gedüngt. Da muss der dann angepflanzt werden. Dann kriegt der hier irgendwann auch mal was. Du hast nämlich jetzt auch gar nicht die mehr hier. Da machen wir noch ein bisschen Erdbeermarmelade. Zack. Ein paar Erdbeeren sind ja noch im Lager, hoffe ich doch. Gucken generell mal ins Lager. Was können wir so Schönes verkaufen? 400 Kilo Erdbeeren haben wir jetzt hier noch vorrätig. Noch irgendwas, was ich da drinnen verarbeiten kann zu Jelly? Nee, ne? Eigentlich nicht. 9000 davon den Eiern. Oh, die bringen 66.000 Kohle. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kannst du nichts sagen gegen, ne? So, Sonnenblumen und Dings gehen uns bald aus für die Straußen. Und sammel 5000 Weizen, 2000 Hafer, 1000 Roggentauchen, Buchweizen. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Ernte ist. Na, kriegen wir ja dann hin, würde ich sagen. Huge. Verkaufen. 266.000. Hier ist aber auch echt Bewegung auf dem Hof. Sehr schön. Hier ist gepflanzt jetzt. Da müsste jetzt gedüngt sein. Ja, ist gedüngt. Hier ist Buchweizen. Das braucht 79 Tage, 87 Tage, 47 Tage. Oh, jetzt wurde ordentlich Geld abgezogen. 77 Tage und 68 Tage. Und der ist gerade. Da muss er sammeln. Gut, da muss der Sammelwagen gleich kommen. So, der hat jetzt hier Pflanzen drauf. Dann mussten dann die Leute aufsteigen. Jetzt sind wieder drei drauf hinten. Zack, und schön wird hier gepflanzt. Wie verrückt entstehen hier quasi die Spritz, die Reihen für die Johannisbeere, die schwarze, und hier haben wir die Stachelbeere. So, gut. Ja, du hast keine Waren. Achso, das ist das mit dem Mais, ne, was dem fehlt. Soll ich einfach mal 20 Tonnen Mais einkaufen? Damit die da durcharbeiten können. Ich glaube, ein bisschen was verfuttern kann ich davon vielleicht auch noch. Also die Wachteln ist, glaube ich, das ist ein richtig gutes Geschäft. Das funktioniert richtig gut. Da kriegst du etlich viele Eier raus. Ne, wenn wir jetzt hier mal die Wachteleier oben mit hinnehmen, kriegst du andauernd kommen da Eier dazu, hier aus diesen sechs Stellen, und der das, was du reinbutterst, ist gar nicht so viel. Also da kannst du richtig Geld mitmachen. Und wenn du jetzt die Wachteln hier noch rausnimmst, die müssten ja eigentlich auch relativ schnell wieder kommen. Wenn du jetzt hier Wachteln schlachtest, keine Ahnung, ob man das kann. Ja, kann man sogar. Könnte sogar Wachtelfleisch herstellen. Okay. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Oder Straußenfleisch oder ähnliches. Ha! Da geht sich was aus. Aber ich denke mal, die Wachteln, die sollten relativ schnell auch wieder reproduziert sein. Ich will jetzt eigentlich nicht zum Wachtelfleisch. Ich werde mir überlegen, ob ich das mal mache, ne? Ob ich jetzt wirklich Wachtelfleisch anmache hier. Der kommt ja dahin, der kann die sich ja nicht holen. Nein, mache ich nicht. So, wie lange dauert das hier noch? 34 Tage, und der braucht 37 Tage. Dann ist da auch hoher Einsatz an Personal gefordert. Gut. Alles klar. Läuft so langsam vor sich hin. Wie sieht es hier mit dem Lager aus? 100.000 Einheiten frei. Hier haben wir... Da ist jede Menge Zeug drin. Also bei dem Gras können wir den auch schon mal irgendwann wieder verkaufen. Das, ja, könnte helfen. So, jetzt stehen jede Menge Fahrzeuge sogar. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt gehen sie wieder los hier mit Spritzen, ne? Eine nach dem nächsten. Aber ich glaube, ich kann den Flug jetzt hier verkaufen. Und dann würde ich hier den Flug, den es hier irgendwo noch gibt, da. Den würde ich dann auch verkaufen. Und würde dafür nochmal einen großen Flug kaufen. So, dann haben wir zwei große Flüge. Das ist natürlich hier ein ziemlich großer Aufsatz. Kann ich dich umparken irgendwo hin? Dahin. Und dann kann ich hier nämlich noch einen großen Grubber reinstellen, und den kleinen kann ich dann verkaufen. Der kleine Grubber, der steht, glaube ich, hier drin, ne? Ne, der steht auch nicht drin. Wo ist denn der hingekommen?
Eine kleine Grube. Ich sehe ihn nicht. Aber ich würde mir nochmal so einen großen kaufen. Ach, hier ist er. Tatsache. So, den kann man verkaufen. Und dann nochmal kaufen uns so einen großen. Den stellen wir dann da drauf. Den Grubber Roden oder wie der heißt. Maschine für Getreide, Sammelrechen, Pflanzmaschine für Kartoffeln, Ladewagen, Feldspritz, da gibt es auch nichts Größeres, ne? Also aber hier für den Grubber, den gibt es nochmal in groß. Zack, den stellen wir da nochmal drauf. Das sieht schon mal ganz gut aus und dann können wir hier den auch verkaufen. Verkaufen und dann kaufen wir da nochmal zwei neue große Traktoren. Kaufen. Eins. Traktor. Groß. Kaufen. Nee. Zwei. So. Gut. So, dann haben wir das erstmal. Dann haben wir dann die Technik oder die Maschinen auch umgestellt, dass wir nur noch auf diesen großen laufen. Mit viel Kraft. Und dann ist da auch, viel Saft hoffentlich in der Kraft. So, 19 Tage noch und hier sind 22 Tage. Da haben unsere Saisonkräfte richtig zu tun. Ich weiß nicht, ob ich noch so ein Haus für Saisonkräfte extra baue dafür, aber ich könnte mir vorstellen, nochmal eins nehmen, damit wir nochmal ein paar Leute haben. Momentan haben 27 Leute keine Arbeit, aber wenn die Felder hier losgehen, da, das könnte dann interessant werden. So, wir gehen nochmal auf den Verkaufsschirm hin und verkaufen nochmal ein paar überflüssige Sachen, die man jetzt gerade nicht mehr braucht. Und wir sehen schon hier, das müssen wir einkaufen. Da müssen wir nochmal ein paar Sachen einkaufen, damit wir da genügend für unsere Straußenfarm haben. Obwohl ich sagen muss, unsere Straußenfarm ist jetzt nicht so, dass ich die eigentlich weiter behalten möchte. Da könnte man theoretisch auch noch sagen, da macht man hier dieses ganze Palais nochmal voll mit diesen Farmen hier. Da kriege ich hier nochmal 6 Farmen davon hin. Oder zumindest kriege ich nur, ja, weiß ich nicht. Nee, von der Breite 6 sind das glaube ich nicht, aber hier Farmen kriege ich auf jeden Fall da nochmal hin. Gut, habe ich jetzt hier keine Leute mehr frei, ne? Dann 8 Arbeiter drin. Na, da sind ein paar frei drin. Da könnte ich noch ein paar einstellen rein. Da geht das nochmal. Wenn man das gerne möchte. So, wie weit sieht es hier aus? 13 Tage noch verbleibend. Hier haben wir 46 Tage, 14 Tage, dann gibt es wieder Kohl. Das ist gut für diese Produktionsstraße hier, weil die hat nämlich jetzt gerade kein Kohl mehr. Und ich hoffe mal, dass einfach, wenn hier Kohl runterkommt, dass da so viel runterkommt, dass der sich dann, weil wir ja 2 Ernten haben, das durchaus gut lagern können. Was aber dann natürlich dazu kommt, ist, dass unsere Lagerfläche, naja, begrenzt ist für den Kohl, ne? Also ich nehme an, wir hatten ja vorher immer 208. Jetzt haben wir ungefähr das Doppelte an Fläche. Ungefähr das Doppelte an Fläche. Ja, das könnte durchaus ganz gut, das könnte gut was bringen. Naja, wir gucken mal. Jetzt wird schon wieder Gras gemäht. Also mal gucken, das müssen wir wahrscheinlich. Da muss ich wirklich dann mal nochmal einen Leerverkauf machen. Kann ich nochmal Gras verkaufen? Machen wir mal 58.000. Zack. Weg damit. So. Bringt jetzt nicht allzu viel ein, aber hey. Wir haben wieder mehr Platz im Lager hier. Das ist wichtig. Für die ganzen neuen Waren. Und solange man altes Zeug verkaufen kann, haben wir wieder Gras geerntet. 17.000. Sehr schön. Ist doch auch gut. So, wie viel Mist haben wir? 30.000. Okay. Es wird schon mal schön bunt hier auf unseren Feldern. Gefällt mir auf jeden Fall. Noch 6 Tage und dann geht die Kohlernte los. Huiuiuiui. Aber die Kohlernte werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.